Hallo Jörg und herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Wir hatten genug von Valheim. Ja. Wir hatten gerade Valheim aufgenommen und uns ein bisschen, ja, sagen wir mal, geärgert. Ah, der Nico macht hier weiter. Es ist nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen. Nein, ganz und gar nicht. Das hat uns jetzt dezent angehäkelt. Schon genau. Deine Verbindungen aus. Wie meine Verbindungen? Ach nein, das ist das Oktober-Update, das Halloween-Update. Hä? Die schauen jetzt aus wie so kleine Kürbisse. Ach, wie geil. Wie süß. Ich gucke mal, wir können doch sicherlich extra große Plattformen bauen, oder? Ach, bestimmt. Wir bräuchten nämlich mal sowas. Da, ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Eisen und Harz. Wir haben ja genug, ne? Ja, ich denke schon. Darf ich eine erforschen, Nico? Ja, bitte. Wir haben ja eh genug. Eisen und Harz. Lalalalalala. Eisen und Harz. Wo ist denn unser... Da ist unser... Das kommt rein. Ich mach mal was. Untersuchen. Könntest du dich... Ein Extraktor. Wie dreh ich noch mal was? Dreh ich noch mal was? Ah, ich hab's. Ich bin dann mal gespannt, wenn wir quasi so nach unserer Entdeckerlust anfangen, diese, ich würde ja sagen, es gibt sowas wie eine Main Story. Mit den Reinbauen, meinst du? Ja, mit den Reinbauen, bla und so weiter. Was da ist denn so passiert? Oh ja. Na, wir haben ja mittlerweile 4 Missionen, die gehören irgendwie zur Story, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was das hier bietet. Ich bin auch so gespannt. Ich muss hier gerade... Hallo. Alter. Okay. Eisen... Wo habe ich denn jetzt Harz gelagert? Nee. In so einem Tank wahrscheinlich, oder? Ja, ich suche nur den Tank gerade. Okay. Hab's. Ja, hallo, scan das Ding jetzt. Oh, okay. Stimmt. Ich wollte doch noch einen Bohrer bauen. Ein Bohrrad. Ja. 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 Ja, Nico, richtig. nee, ich wollte wirklich ein Bohrrad bauen. Jetzt hab ich selbst gesagt. Ein Bohrer bauen. Wolfram, Karbid und Keramik. Hört sich ja... Oder Titanlegierung und Wolfram-Karbid. Was brauchen wir denn für Karbid nochmal? Was war denn der Punkt? Keinen, schau mal. Irgendwas war da. Kohlenstoff und Wolfram, das ist doch easy. Und Titanlegierung? Oh, easy. Ja, okay, da brauchen wir Stickstoff zu. Okay. Nico, ich mal da. Darf ich einen Bohrer bauen? Ja, bitte, baue ihn. Der ist schon freigeschaltet. Sehr schön. Ich brauche einen Wolfram und einen Kohlenstoff. Ich glaube, das haben wir letztes Mal noch gemacht mit diesem Freischalten. Ja, ne? Und ein Wolfram. Entschuldigung, ich hätte gerne einen Wolfram. Ich hätte gerne einen Wolf... Ich hätte gerne einen Wolfgang. Der ist aber gerade bei Mutti essen. Ist gerade bei Mutti essen. Der ist gerade bei Mutti auf dem Schoß. Der kleine Wolfgang. Der möchte gern vom Kinderparadies abgeholt werden. Vom Smaland. Vom Smaland. Oh, das ist so schlimm. Nico, stell ich nochmal.
Keramik her? Aus Lehm. Ah, das, was wir nicht haben. Ja. Sag mal, fehlt hier ein bisschen Strom? Ich glaube, hier ist ein bisschen wenig Strom. Ja, hier ist sehr wenig Strom. Kannst du die Forschungsstation ist halt viel zu langsam. Ja, du könntest die Generatoren befeuern. Vielleicht, wenn wir noch welche haben. Ah ja. Wir brauchen was gleich nochmal? Kohlenstoff. Haben wir schon fertigen Kohlenstoff? Nico? Ja, Alex? Ich bin jetzt mega verwirrt. Wir können jetzt beim Handeln, können wir jetzt ganz andere Sachen machen. Wir können Schrott, wir können aber auch einfach Astronium tauschen. Und dafür können wir Dynamit, Exochips, Verpacker. Also es gibt neue Sachen. What the fuck? Okay. What the fuck? Ist das vielleicht immer anders, so von Tag zu Tag? Nein, oder? Das komplette Interface hat sich hier verändert. Oh. Okay. Nico, ich glaube, wir haben ein schönes Update bekommen. Ja. Ich habe beim Starten schon gesehen, dass es ein Update gab, aber... Tschüssi. Tschüss. Hab jetzt halt so nicht gesehen... Also auf die Schnelle nicht gelesen, was damit auf sich hat. Ja, ne, das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht immer. Haben wir bloß einen Generator da drüben, wo der mal... Es ist halt in der Nacht und ohne Wind ist halt echt madig, gell? Mhm. Hier, wir haben noch einen mittelgroßen Generator am Wagen gehabt. Jetzt gerade dünn gemacht. Mhm. Ah, die Forschungsstation ist fertig. So, dann bitte weitermachen. Nächste Forschung. Die nächste. Ah ja, jetzt mit einem großen Generator läuft das Ganze schon ein bisschen... Zweiter Generator läuft auch und jetzt läuft es noch besser. Ja, gut. Ja, nice. Nice, sag ich. Nice. Oh, Nico, wir haben ein großes Paket da. Ich glaube, der Weihnachtsmann war da, Nico. Keramik, die gute Keramik. Die hab ich in der Hüfte. Was? Die Keramik. Wie viel Kohlenstoff haben wir denn? Oh, nur noch einen. Das ist ja nicht so viel. Was? Wie? Was? Was? Wir haben doch hinten im Container nicht mehr so viel, oder was? Ja, ein Kohlenstoff nur noch. Oh. Aber der ist ja zum Glück recht easy zum Herstellen. Hm. Nico, wir hatten doch so viele Bohreranpassungen. Wir hatten auch so einen Planierer und so, ne? Oh ja, die stecken irgendwo drin. Ich will nicht wissen, wo, aber... Ja, wo ist denn unser Lager, was wir vorher benutzt haben? Dieses V quasi. Dieses V? Ja, das, was hier mal... da, hier ist doch das ganze Zeug, oder? Hier, bei dem Kollegen hier ist es. Was ist das hier? Das ist ein Feuerwerk. Boostanpassung, Bohreranpassung. Ich weiß nämlich, ich habe irgendwie verpeilt, wie man jetzt den Boden hier aber planieren kann. Da gab es auch eine Möglichkeit, oder? Uff, keine Ahnung. Jetzt so baut man ab. Oh, wie ging das denn nochmal? Komplett. Also ich habe so ein Teil damit eben das nicht planiert, also... Genau, was ich meine. Da kann man abbauen, ohne dass alles halt das Terrain verändert wird. Terrain. Was ist das hier? Eine Boost-Anpassung, erhöht Geschwindigkeit der Deformation. Okay. Also ich habe so einen Hammer, ich probiere das mal mit dem. Ne, das ist ein Ausrichter. Damit kann ich nach unten baggern, wenn ich Bock habe. Ich habe einen Hammer. Aber der ich hab einen Ausrichter. Ermöglicht Sammeln von Ressourcen und verhindert gleichzeitig Geländeverformung. Ah ja, nee, das war nicht das, was ich gesucht habe. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Mit Steuerung, wenn du Steuerung drückst. Also bei mir ist es zumindest so. Was denn? Hier liegt ein Buggy. Ja, ich musste bloß mal durchatmen. Guck mal hier. Einmal schön planieren mit der Raupe.
Ich muss Graphit. Haben wir kein Lager für Graphit? Lithium? Ich glaube noch nicht. Ink. Ich bin jetzt hier einfach umgefallen, oder was? Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich überlege, ob wir einfach das hier mitnehmen. Alter, ich dachte schon, ich war das gerade. Deswegen mein... Oh mein Gott, was machst du da? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Ich hab gar nichts gemacht. Indig mache. Betreten. Treibstoff. Das regt mich auf, dass diese Rakete die ganze Zeit unten reinfeuert. So, gut. Guck mal. Wow. Viel besser, ha? Sets absolutely great. Kannst du nochmal so ein großes Lager machen? Oder zwei von diesen Dingern? Oh, warte mal. Ich hab eine sexy Idee. Ja, sexy man. Sexy. Eine extra große Plattform. Hast du gerade Glose gesagt? Ja. Ich bin. Ja, ich höre, du bist. Oder das soll ich bauen? Ein großes Lager, so wie die bei uns da drüben stehen gerade. Also keine große Plattform, sondern ein großes Lager. Genau. So hier, so wie die, da wo diese Dinger angepfropft sind hier. Siehst du, was ich meine? Eine extra große Plattform. Eisen und Holz. Nein, ein großes Lager. Entschuldigung, ja. Wo ist denn unser kleiner Drucker? Mittelgroßer Drucker, oder? Da muss es doch gehen. Ist das jetzt ein großes Lager? Oder ist es ein extra großes Lager? Es ist einfach ein großes Lager. Das ist dieses fast schon dreieckig aussehende. Okay, also dreimal Ceramic. Doch, hier Ceramic. Ceramic. Eins. Nein. Ja. Okay. Eins, zwei. Ich glaube, die Forschungsstationen sind schon wieder fertig. Alter. Ja, ich drehe gerade unsere. Oder. Ja. Ein großes Lager wird hergestellt. Sehr gut, danke. Ich überlege gerade, dass man das irgendwie schön macht, aber. Digga. Komm klar, Alter. Wo ist jetzt mein Steinchen hingeflogen? Da. Setz every time a good question. Also manchmal die Steuerung, ey. Manchmal, ne? Okay. Wir haben noch zwei neue Plattformen jetzt. Ich überlege, ob wir nicht einfach grundsätzlich nochmal auf, weißt du, große, sehr große Plattformen umsteigen langsam. Weil ich sehe nämlich gerade so ein bisschen das Problem. Oh, warte mal. Dafür können wir das einsetzen schon mal. So, das können wir dann auch direkt zerlegen. Zerlegen. Was ist das? Organische Ressource. Ja, davon brauche ich bitte was. Danke. Eins. Zwei. Drei. Nee. Und vier. Nee. Ich stelle mal vier Kohlenstoff her, weil wir haben halt gar nichts mehr. Setz gut. Warte mal. Nein. Haben wir schon ein Silo für Keramik? Ja, oder? Nein. Kupfer. Wolfram, Alu, Zink, Eisen, Lithium. Eins haben wir leer, da kommt aber Kohlenstoff rein.
Okay. Ja, warte, für Kohlenstoff haben wir doch schon eins. Ja, aber das musst du, wenn du das Zeug nicht drin hast, dann wird es automatisch geleert. Achso. Also, ja. Achso, ja, genau. Ja. Passt hier nicht so. Ja, weil, okay. Ich versuche gerade ein bisschen nur hier, weißt du, und so. Zum Platz zu schaffen. Ja, wir brauchen halt noch eins für Keramik, dann. Mal, da wird der Platz knapp. Mit dem ganzen Zeig. Hier. Es ist schon sehr knapp, warte mal. Und so Strom ist schon wieder weg. Genau deswegen brauchen wir Kohlenstoff. Du kannst ja einfach. Du kannst ja einfach, wenn du Bock hast, die. Unser Teil mit organischen Materialien nehmen. Und einfach da zum Verbrenner schicken, also da, wo das eingeschmolzen wird. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Und wenn du das gemacht hast, dann produziert er dann Kohlenstoff ohne Ende. Also dann, weißt du? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Kohlenstoff hergestellt. Okay. Und da hinten ist jetzt irgendwo ein leeres, oder? Was sie gesagt? Kupfer, Wolfram, Alu, Zink, Harz. Was bist du? Ein Teil? Ich hab noch Erdkanister. Dann Gemisch. Ich hab noch Graphit. Organisch, Eisen, Lithium, Kohlenstoff. Warte mal. Ich muss hier gerade echt ein bisschen durchplanen. So. Das kommt weg. Und das kommt dann erstmal hier verteilt drauf. So. So. Haben wir ein Lager für Graphit? Augenblick. Ich glaube nicht, ne? Nee. Nix für Graphit. Warte mal, kann man Graphit zu irgendwas verarbeiten? War das nicht so? Das könnte ich dir nachgucken. Nee, ich kann's nicht. Alles gut. ich nehme mal kurz den Glascontainer mit. Also zu Graphen. Dazu braucht man aber Graphit und Hydrazin. Naja, gut, nee. Dann nicht. Ach, und aus zwei Graphen macht man dann Diamant. Ah. Naja. Nice to Knopf. Diamant haben wir noch gar nicht gebraucht, oder? Nee. Ich habe noch ein bisschen Glas reingepackt jetzt. Wir sollten mal gucken. Es gibt, kannst du mal gucken? Es gibt so eine Erweiterung für die große Plattform oder so hieß das. Zum Forschen meinst du? Ja, das war bei den extra großen Sachen. Okay, Erweiterung. Wenn ich es richtig verstanden habe. XL erweiterte Plattform heißt das. Was ist das denn? Eine Plattform mit erweiterten Rahmen, um Autoarme zu unterstützen. Ja, nee, das brauchen wir ja nicht. Dann gibt es noch die gewölbte, dann gibt es die extra große, die haben wir ja. Mhm. Auch nicht schlecht, wir haben uns mittlerweile 10.000 Bytes zusammengesammelt. Guck mal, vielleicht haben wir noch ein paar Ziele oder so. Ach, guck mal, hier ist wieder was frei. Naja, haben wir schon. Finde und springe einen Exokoffer. Drucke einen Extraktor. Vielleicht können wir den freischalten. Mhm. Autoextraktor.
Alter, what? 7500 Bytes. Oh Gott. Ne, hier sind wir falsch. Das müsste da sein. Egal, ich erforsche ihn schon mal. Okay. Und den müssen wir drucken. Dazu brauchen wir Exochip, Stahl, Wolframkarbid und Gummi. Das und? Stahl und Gummi ist, glaube ich, noch ein Problem, gell? Stahl, glaube ich, aber Gummi, glaube ich, nicht. Dein Bohrer ist fertig. Jo. Oder deine Bohrstärke 1. Ich probier mal was. Hui. Holdrio. Da fliegt er. Da fliegt er. Oh ja, der hat mir einfach meine Plattform von meinem geilen Traktor genommen. Ja, ich versuche gerade nur was zu machen. Ah. Warte mal. Dazu muss diese Solaranlage weg, oder? Ich probiere gerade mal alles ab. Okay, das reicht schon. Dann lassen wir eine Solaranlage hier. Eins da. Eins da. Oh, Junge. Willst du mit? Ja, unbedingt.